Wir machen weiter mit XCOM und ihr seht's gerade, unseren ja, Entwicklungsplan, den ich gerade hier aber aufrufe. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 2 Tage, bis die Dünner-Mann-Forschung abgeschlossen ist, beziehungsweise die Autopsie. Und dann sehen wir unten die Anfrage von Südamerikas immer noch offen, denn die wollen von uns ja einen Satelliten haben. Und ja, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir noch keine. Wir bauen ja gerade die Satellitenanlage und die ist sehr wichtig für uns. Was aber auch wichtig ist, dass wir diese ganzen... hier auf der Karte diese ganzen Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, ich weiß, liebe Stimme, und ich bin ja schon im Bau, denn wir haben momentan echt die Probleme, dass wir sehen es hier, die USA momentan ja auf der Klippe, wo es gefährlich wird. Genauso Ägypten momentan sehr bedroht, Südafrika, ja, und Nigeria sind momentan die größten Probleme. Das heißt, sobald ich einen Satelliten habe, wird der an Südafrika geschickt. Das heißt, die haben wahrscheinlich weniger Probleme und da muss ich mich um Nigeria kümmern. Das heißt, wir müssen jetzt hier echt momentan ein bisschen schauen. Wir sehen es auch bei den offenen Aufträgen. Wir können natürlich auch mal auf den Schwarzmarkt gucken. Vielleicht gibt es ja hier einen Satelliten, der uns angeboten wird. Ich schaue mal ganz kurz, aber ich glaube, hier kann ich nur verkaufen. Ja, ich kann hier nur das Zeug, was ich momentan habe, kann ich verkaufen. Und eigentlich will ich gar nichts verkaufen zum aktuellen Zeitpunkt. Nee, wir behalten unser Zeug mal. Die Finanzen schauen wir uns mal ganz kurz an. Maschinenwartung minus 60. Ja, da wir noch genug Monatseinnahmen haben, geht das eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt. Dann haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Genau, bevor man sich so ein Ding stellt, braucht man Mumm. So, ich würde sagen, wir wechseln mal die Aufnahmeleitung und ja, springen jetzt einfach. Wir können mal auf die Holo-Map momentan schauen, wo es gefährlich ist. Ja, wir sehen es hier gerade. Das sieht nicht gut aus. Überall Angriffe. Europa ist relativ... ja, verschont momentan noch. Das geht eigentlich noch. Ja, der Rest entwickelt sich echt zu Problemen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal ein bisschen nach vorne. Gucken bis zum nächsten Einsatz. Und wir sehen übrigens, Volker Wumdig ist in aktiven Dienst zurückgekehrt. Und die Forschung ist abgeschlossen. So, dann legen wir direkt mal ein neues Forschungsprojekt fest. Und wir haben natürlich verschiedene Wachen. Wir können natürlich entweder... wir können eigentlich fast alles herstellen. Schweber-Autopsie. Ja, dann wären wir besser im Einsatz gegen die Schweber. Finde ich jetzt aber nicht ganz so wichtig. Vielleicht ist die experimentelle Kriegsführung gar nicht mal schlecht. Ja, oder ich gehe mal auf Strahlenwaffen, die natürlich auch einen Vorteil haben könnten, gerade im Kampf, weil ich nutze immer noch diese Hauptwaffe oder diese Standardwaffen. Anzüge muss ich mich nicht darum kümmern. Wisst ihr was, wir gehen mal auf die experimentelle Kriegsführung, weil die nur 4 Tage dauert. Ich hatte gedacht, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Ja, vielen Dank, Dr. Stockmarsch. Dann wechseln wir nämlich zurück zur Einsatzleitung und ja, springen da mal weiter, bis die Satellitenforschung vielleicht abgeschlossen ist oder bis der nächste Einsatz kommt. Ja, erstmal, da haben wir sie schon abgeschlossen, die Experimentalkriegsführung. So, zurück. Oh, neuer Gegenstand, die Phönixkanone, kann einem Ziel gewaltigen Schaden auf einen Schlag zufügen, allerdings nur auf sehr kurze Distanz. Ja, ist natürlich immer ein Problem im Kampf. Und ein neues Gebäude, die Gießerei, entwickle neue Gefechtsausrüstung oder verbessere bereits existierende Gegenstände in der Gießerei, benutze die Option. Oh, ist natürlich auch sehr interessant. Ja, was, wir bauen jetzt mal die Strahlenwaffen. So, Strahlenwaffen, das dauert 8 Tage, dann wechseln wir mal ganz kurz in die Technikabteilung. Nicht Technikabteilung, in hier die Fertigung wechseln wir mal. Wieso wird mir gerade hier die Fertigung, Technikabteilung? So, jetzt. So, dann gucken wir nämlich mal, ob wir die nächste Einrichtung bauen können. Ja, wir sehen, momentan ist ja noch das Satellitendings im Bau. Das heißt, ich glaube, ich kann vermutlich gar nicht. Wir heben hier mal aus. So, ein bisschen mehr Platz zu kriegen, denn auf diesem Grid können wir ja am Ende bauen. Und wir haben jetzt zum Beispiel hier, könnten wir einen Aufzug nach unten bauen. Ja, warten wir mal ab. Wir springen mal wieder zur Einsatzleitung zurück. Springen nach vorne. Mal schauen, ob ein Einsatz uns kommt. Oh, unsere ganzen Soldaten kommen zurück. Und hier sehen wir, ein UFO ist gelandet in Deutschland. Das ist ein Speer. Und das könnte natürlich jetzt für uns echt ein Problem werden. Ja, wir schicken den Sky Ranger direkt los. So, stellen unser Team zusammen und worauf ich jetzt achten werde, ist ganz einfach. Und zwar, also Ausrüstung, anstatt eine Splittergranate mit so eine, beziehungsweise anstatt eine Nanofaserweste anzuziehen, kriegen die jetzt mal zum Großteil
dieses Puls, ach, nicht individualisieren, sondern, na doch, hier bei Bewaffnung ist es drin. Die kriegen jetzt mal alle einen Pulsbogen, denn ich bin mir relativ sicher, dass auf dem Alienschiff werden diese Energiewesen auf uns warten, die wir brauchen. Der Pulsbogen, Pulsbogen. Ja, Nanofaserweste. Ja, eine Granate würde ich schon gerne drin lassen. Zwei Leute mit einem Pulsbogen sollten eigentlich auch reichen, dass sie wirklich dieses merkwürdige Alien mal gefangen nehmen können, was nur aus Energie besteht, denn das braucht ja Dr. von Stockemarsch, um diese Forschung weiter voranzutreiben. Das ist wirklich extrem wichtig. Und wenn wir hier schon auf einen Alien stoßen, dann nutzen wir das auch aus. Ja, dann beginne den Angriff, Jungs. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Ja, klingt auf den ersten Blick nicht so kompliziert. ich habe aber irgendwie üblich ein schlechtes Gefühl eigentlich. Man weiß ja, ganz so einfach läuft das nie ab. Bisher ist bei jeder Mission eigentlich, glaube ich, einer gestorben, was mir auch nicht so ganz zusagt. Und vielleicht schaffen wir es diesmal mal unbeschadet daraus. Ich habe jetzt gar nicht auf den Schwierigkeitsgrad der Mission geachtet. Vermutlich war es eh wieder schwer, aber beim letzten Mal haben wir natürlich eine Mission geschafft, die war auf sehr schwer gestellt. Also da sollte uns eigentlich nicht mehr so viel schocken können. So, starten den Einsatz mal und vermutlich landen wir jetzt wieder lautlos. Ja, natürlich. Oh, und ein Flugzeug ohne Texturen, auch schön. Ja, ready and go, sag ich nur. So, wir verschaffen uns mal einen Überblick. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Ja, ich schaue mir gerade mal an, wo hier die Mauern sind quasi. Also es geht, glaube ich, nur nach vorne, wenn ich das richtig sehe. Aber da geht es ja auch zur Seite. Na gut, springen wir mal zurück. Und lassen unsere Männer mal ein bisschen vorrücken. So, wir gehen mal von Deckung zu Deckung. Hier kommt man nach da. Ah, da unten leuchtet schon irgendwas, wenn ich mich hier... Ach, hier ist schon das Alien-Raumschiff. Oh, das ist aber nah dran, um ehrlich zu sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob mir so gefällt. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Mal alle, dass sie sich in Sicherheit bringen. Oh, da sind schon die Ersten. Uiuiuiui. Ja, was mir nicht gefällt, und ich speichere mal eben ganz kurz, weil ich es jetzt schon die ganze Zeit nicht gemacht habe. Was mir nicht so ganz gefällt, ist die Tatsache, dass sobald Alien-Aktivität entdeckt wird, dass Aliens wirklich den ersten Zug kriegen. Obwohl ich mitten in meinem Zug dran bin, können die umsetzen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, ein unfairer Vorteil, finde ich. Aber nun gut, wir bringen die Jungs mal in Deckung. Bin unterwegs. So, sind hier noch in ihrem ersten Zug. Das heißt, ich kann hier direkt einen Angriff versuchen. Und bei 70%, da versuchen wir es definitiv. Sehr schön. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten hier eine Strahlenkanone. Wie gut das dann laufen würde. So, er darf auch sein Glück versuchen. Vielleicht 1%. 1%? Really? Für 1% stehe ich doch nicht mehr auf. So, wo können wir ihn denn hinziehen? Hier vorne. Rücke vor. So, haben wir jetzt noch den Schuss. Ja, boah, 28%. Bringt jetzt auch nicht so wirklich viel. Ja, dann richten wir hier mal einen Feldposten ein. Gut, dann wumm dich. Mal schauen. Erstmal schicken wir ihn nach vorne. So, mal gucken, wie es aussieht. 33%. Also sieht alles nicht besonders gut aus, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir könnten eine Rauchgranate. Wir rücken wahrscheinlich eh weiter vor nach dem Zug. Ich meine, ich kann es mal versuchen, aber Chancen sind natürlich nicht groß, hier zu treffen. Ja. Das war klar, bei 33%. Ja, eine Shotgun ist vermutlich nicht dafür ausgelegt, auf weite Entfernung zu schießen. Wo ist der denn jetzt hin? What the... Oh, der versucht sich hier im besseren... Das gefällt mir gar nicht. Der kriegt uns nämlich von der Seite. Was war das für ein Geräusch? Oh. Dammit.
Ja, die stürmen mir gerade von allen Seiten heran. Und Sanchez steht hier auch nicht besonders gut. So, 30%, weil der hinterm Baum ist. Mal gucken, was haben wir da? 50%. Ich meine, was natürlich sich jetzt anbieten würde, wäre, da einfach eine Granate, eine Rakete jetzt reinzuschicken. 90% und ich hätte zwei erledigt. Ah, wisst ihr was? Let's do this shit. Fire in the hole! So. Ja, so wird's gemacht, sage ich an der Stelle nur. Okay, 48% ist jetzt auch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Nicht mal mit dem Präzisionsschuss. Wie sieht's mit dem da hinten aus? 68%. Könnte... Mir gefällt die Position nicht, auf der wir hier sind, aber ich versuch's mal. Ja, leg dem anderen das Gewehr mal... Oh, sehr schön. Ja, die machen eine schöne Wolke, machen die. So, okay, keine Ziele verfügbar. Was heißt hier keine Ziele verfügbar? Der ist doch hier vorne. Da ist er doch. Vielleicht, wenn ich ihn da hinschicke. Das ist noch innerhalb des Zugs. So, und eigentlich 44% nur. Versuchen es mal. Ja, aber zumindest ist seine Position ganz gut, denn er kann schon mal nicht angegriffen werden. Jetzt gucken wir mal, was er hier kriegt. 64%. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Ja, let's do this shit. So wird's gemacht. So, und jetzt rücken wir direkt vor. Haben wir alles soweit erledigt. Und ich denke, sobald wir ins Schiff gehen, werden wir dann wirklich auf diesen merkwürdigen, diese merkwürdigen Energiewesen stoßen. Oh, den habe ich übersehen. Ja, verschwindet ruhig. Verschwindet ruhig. So. Kann nur bis dahin. Lassen wir. Das auch, sieht zu aus, das Schiff, um ehrlich zu sein. Ich lasse ihn trotzdem mal nach vorne spurten. Es gefällt mir natürlich nicht ganz so, ihn da ungeschützt hinzustellen, aber wir haben ja jetzt auch kein Ziel. Ich würde sagen, er kann mal nach. Ich drehe mal kurz die Kamera. So. Er ist hier ganz gut geschützt, wenn ich ihn hier hinstelle, an die Ecke. So, kommen natürlich alle in den Radius von dem einen Alien, der da hinten ist. Dann würde ich sagen, ziehen wir ein. Da steht er nicht wirklich geschützt. Das gefällt mir nicht. Kann ich ihn vielleicht hier an die Kante ziehen? Aber wenn er einfach vorne kommt, aus dem Alien-Raumschiff raus, dann habe ich ein ganz großes Problem. Ich versuche es trotzdem mal. Der Oh, wir sehen's. Wir sollten alles versuchen, um eine dieser Kreaturen mit dem Pulsbogen einzufangen. Bei einem Angriff mit konventionellen Waffen bleibt nicht viel von ihnen übrig. Ja, I don't like that. Gerade weil er jetzt so ungeschützt da steht. Na gut, wir haben jetzt zwei Baustellen quasi. Ich würde fast sagen, komm hier du einmal nach da oben hin. So, und er... Na, wohin? Da kann er... Wobei, da steht er ungeschützt. Das ist nicht gut. Egal, wo ich sie hinstelle. Die stehen alle nicht besonders gut. Ich lasse ihn mal da oben. Dürfte einigermaßen geschützt hier sein hinter dem Baumstamm. Zumindest bis jemand auf den Baumstamm schießt. So, oh, er haut nicht mehr ab. Er kommt nach vorne. Ja, und hat natürlich jetzt hier die perfekte Position auf unsere Jungs. Ja, das habe ich fast erwartet. Aber sobald wir zum Angriff... ansetzen dürfen. Na, was passiert hier gerade? Wir können nicht ins Raumschiff reinschellen. Wir sehen gerade. Na, jetzt. Ja, das gefällt mir alles nicht. Das, ich meine, das ist begrenzter Raum. Eigentlich haben wir momentan... Ja, war klar, dass er das Scheiße steht. Eigentlich haben wir den perfekten Vorteil an der Stelle hier. Oh, holy shit, ey. Holy shit, ist er... Ja, da ist irgendjemand von uns gerade gestorben. Oder liegt zumindest halbtot am Boden. Oh. Und hier einer in Panik geraten. Also momentan läuft das nicht perfekt. Ich guck erstmal, kriegen wir den. 50% ist nicht genug an der Stelle. Wir wechseln erstmal hier oben drauf. Mal gucken, was hat er? 96%. Ja, damit erledigt man das Problem. So, okay. Damit haben wir draußen schon mal definitiv die bessere Position. Das heißt, ich könnte ihn... Ich könnte mal Jungs natürlich besser positionieren jetzt. Erwischen wir ihn ein? Das ist Energiewesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bin ich angezeigt? Ja, das ist der, den wir betäuben müssen. Der andere 53%.
Na, ich würde die lieber kommen lassen, um ganz ehrlich zu sein. Wisst ihr was? Wir lassen mal unsere Jungs in Position gehen. Ja, komm, du nach vorne hier. Stehst da einigermaßen sicher. Ja, ich bin mit dem Baumstamm noch nicht so sicher. Ich stelle den mal lieber nach hier vorne. Ich glaube, der steht sicherer, wenn ich da hinstelle. Ich hoffe nur, er wird nicht getroffen jetzt, wenn er gut am Eingang entlang läuft. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich würde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Ja, danke für die Info. Gut, ich würde fast sagen, bleibst mal hier in Deckung. So, die Aliens sind dran. Eigentlich stehen meine Jungs ganz gut an der Stelle, würde ich fast sagen. So, gucken wir mal. Die verschanzen sich aber alle an einer Stelle. Das ist jetzt ein bisschen... Wieso zum Geier kann der treffen? Holy shit, ey, ich war in Deckung. Und ausgerechnet Haddad war das. Ach, das gefällt mir gerade gar nicht. Also wir kriegen hier... Die wischen richtig mit uns den Boden auf. Haben auch gute Position, um ehrlich zu sein. So, 50%. Wisst ihr, wenn ich eine Granate reinschicke, dann erledige ich natürlich auch den, den ich fangen soll. Puh, aber viele Treffer halte ich hier nicht aus an der Stelle, um ganz ehrlich zu sein. Ich versuch's einfach mal. 50%. Chance. Ja, sehr schön. Einer weniger. So, kriegen wir noch einen. Nochmal 50%, aber ist hinter irgendwas hinter. Oh, tatsächlich. Sehr schön. Damit, jetzt gucken wir mal ganz schnell. Ich glaube, da ist nur noch das Energiewesen übrig. Wenn ich mich nicht irre. Ne? Okay. Ja, wo ziehe ich ihn jetzt hin? Ich hoffe jetzt nicht, dass die Einheiten gestorben sind, die das Betäubungsding dabei haben. Oh, das wäre natürlich betäuben. Okay. Er kann betäuben. Das heißt, er ist extrem wichtig für mich gerade. Wumm dich und... Wir wechseln mal. Ich kann gar nicht wechseln. Na gut. Du bleibst mal hier stehen. Ich muss die natürlich näher ranziehen. Schon mal. Ich hoffe nicht, dass die getroffen werden, wenn ich die jetzt... Ich ziehe mal hier hin schon mal. Oh, Mist, das war kacke. Das war gar nicht gut. Denn wir sehen es gerade. Da ist das Energiewesen. Kriege ich den auf der Entfernung schon mit betäuben? Nee. Okay, zurück. In Bewegung. Das war nicht gut. So, jetzt schauen wir mal. Er kann nicht betäuben. Das heißt, wir ziehen ihn mal nach da unten hin. So, schon mal aus der Sicht raus. Lassen ihn mal hier in Deckung bleiben. So, ja, genau, jetzt kommt der Alien. Sehr schön. Das ist natürlich die perfekte Situation für mich. Außer er schießt auf den mit der... Gut. Huh. Sehr gut. Oh, wobei, mal gucken, hat er auch Betäuben? Ne, er hat kein Betäuben. Das heißt, er hier ist momentan meine einzige Chance. Das heißt, ich muss ihn jetzt wirklich an den Kreis hier ranziehen. Ich hoffe, er bleibt stehen. Ich hoffe, das ist ein Zug. Verdammt! Glück gehabt. Glück gehabt. So. Jetzt komm, bitte hab Glück mit Betäuben. 70%, ey, das muss klappen. Das muss einfach klappen. Ja, wir haben es geschafft. Sobald sie zurückkehren, beginnen wir mit der Analyse dieses neuen Artefakts. Okay, jetzt stehen meine Jungs natürlich schlecht. Das heißt, warte mal, wo ist der Alien? Der Alien ist... Sehe ich ihn denn gerade nicht? Ich meine, ich könnte ihn reinziehen. Ziehen mal rein. Ich hoffe, ja, die schießen wir vermutlich jetzt. Ah, doch nicht. Okay, ganz am Ende ist er. Es gibt mir natürlich viel Raum für Spielereien. So, dann ziehen wir ihn mal nach hier. Ja, den von der Tür, der steht natürlich jetzt möglichst beschissen. Also, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich hoffe nur, die kriegen keinen Nachschub gleich im Verlauf dieser Mission noch. Ja, ich wusste es. Das ist nicht gut. Ich ziehe den gleich da raus. Das ist der erste Schritt. Wobei der erste Schritt ist 50%. Wie sieht's mit Dexter aus? Komm, Dexter, gib mir eine gute Nummer. 68%. Komm, Präzisionsschuss. Komm schon, du schaffst das. Ich setz auf dich, Dexter. Ah! Kill bestätigt. Dexter, you're the man. Einsatzziele erreicht.
Puh, ja. Obwohl wir zwei Crewmitglieder verloren haben, worüber ich echt ein bisschen schockiert bin. Ja, ganz ehrlich, ihr hört es vielleicht jetzt. Ich klopfe mir auf die Schulter, denn wir haben das erfüllt, was wir erfüllen sollten. Und zwar habe ich ja zwei Leute mit dem Pulsbogen ausgestattet und einer hat es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft, diese Energieform festzunehmen. Und das ist natürlich sehr wichtig einfach für unsere, ja, für unser weiteres Vorgehen einfach, für die Entwicklung. Und das sorgt einfach dafür, dass wir, glaube ich, jetzt hoffentlich einen guten Vorteil kriegen. Ich bin mal gespannt, was Dr. Stock im Arsch dazu sagt, wenn sie das Ding autopsiert. Ja, das beruhigt mich jetzt auf jeden Fall, dass wir die Mission geschafft haben. Denn, ja, wo wir jetzt schon fünf Leute dabei haben, sind damit zwei Leute ins Team. Also man merkt, das Spiel zieht an und man muss wirklich jeden Schritt genau überlegen. Und manchmal sieht man es auch nicht. Oh, da haben sie. Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten. Ja, keine große Überraschung an der Stelle. Und ja, wir sind jetzt hier im Missionsbildschirm und wir sehen, was traurige Realität ist. Unser guter Haddad, der uns 5 Einsätze lang begleitet hat, 9 Kills geschafft hat, ist tatsächlich gefallen. Und das... Ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Ach, also das macht mich echt so ein bisschen, ja, ärgert mich ein bisschen. Aber glücklicherweise Sanchez und Dexter sind für den nächsten Einsatz direkt ja noch im Einsatz. Und dafür, wir fördern Dexter jetzt erstmal, denn er ist ja momentan echt der Mann, der mir ständig den Arsch rettet. Und ja, ich bin extrem froh darüber. Jetzt schauen wir mal. Revolverheld fügt Pistolentreffern 2 Pistole nutzen wir eh nicht. Echt guter Boden gibt plus 10 Zielsicherheit und 10 Verteidigung gegen Gegner auf niedrigerem Gelände zusätzlich zum normalen Höhenvorteil. Ja, ist für mich das Einzige, was Sinn macht, was wir jetzt hier wählen können beim Scharfschützen. Also bestätigen mal. Gut, das hätten wir, dann machen wir weiter. Und wir sehen jetzt hier von der Operation Zerbrochener Kaiser, Außenweltler-Splitter haben wir gekriegt. Das ist das, was gerade die Dr. Stock im Arsch gerade untersucht hat. Genau wie die UFO-Energiequelle und Artefakte geborgen, leichtes Plasmagewehr, diverse Leichen, Illyrium auch wieder, Legierungen, Flugcomputer, sehr gut, die brauchen wir für die Entwicklung auf jeden Fall. Außenweltler-Splitter, ja, sehr schön. Das sieht doch gut aus und jetzt gucken wir auf unsere Liste. Es sind noch genau 6 Tage, bis das Satellitenkontrollzentrum fertig ist. Das heißt, wir können jetzt noch gar nicht die Entwicklung von diesem neuen Splitter starten, einfach weil wir jetzt erstmal die Entwicklung von den Strahlenwaffen abschließen müssen. Aber na gut, es gibt natürlich jetzt Schlimmeres. So, können wir mal schauen, wie es momentan im Lagezentrum aussieht. Ja, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ja, eigentlich fast gar nichts. Ja, Deutschland ist weiterhin relativ sicher, Japan auch, da habe ich ja Satelliten in die Umlaufbahn geschickt, da mache ich mir weniger Sorgen drum, deswegen hat mich gerade auch so ein bisschen eigentlich der Einsatz in Deutschland gestört, denn Ägypten, Südafrika und Nigeria wäre schöner gewesen, hätte ich da ein bisschen die Panik verringern können. Aber wir sehen es ja unten, unsere aktuellen Ziele sind Fanger in Außenweltler Alien, den haben wir abgeschlossen und jetzt müssen wir nur noch den Splitter erforschen und das machen wir dann wie gesagt in 5 Tagen spätestens, wenn wir hier weitermachen und ja, der Teil mal ein bisschen kürzer für XCOM-Verhältnisse bei 24 Minuten, aber wir machen hier trotzdem Cut und beim nächsten Mal geht's dann an genau der Stelle weiter. Bis zum nächsten Mal, ciao!